palästinensische Flüchtlingslager. Filmaufnahmen von meinem Vater aus den 80er Jahren in Libanon und Westbank. Mich ließ der Gedanke herauszufinden, wie sie heute leben, nicht mehr los. Sie aufzusuchen, ihnen das alte Filmmaterial zu zeigen. Enz, ein Freund, meinte nur, naja, ziemlich irre, aber ich bin dabei. Das Leben in einem besetzten Land. Palästina in Israel. Besetzt seit 40 Jahren. Was wollt ihr noch? Zu viele Generationen. Wie lange dauert's noch? Wir werden nicht gehen. Mein Vater war super. Hat sich voll dahinter geklemmt und wir konnten Leute aus den alten Filmen wiederfinden. Super, Mona zu treffen. Als mein Vater sie damals im Waisenhaus in Beirut filmte, war sie gerade 14 Jahre alt. Dieses Bild zeigt, wie wir während der Luftangriffe leben. Leute gehen in die Luftschutzkeller, Panzer sind da. Wir bedienen Maschinengewehre, mit denen wir versuchen, uns zu verteidigen. Mit Hip-Hop beschreiben wir unser Leben, unsere Gefühle, vermitteln den Menschen eine Botschaft, damit sie verstehen, wer wir sind. Wie wäre es, wenn wir zusammen einen Track machen? Ich habe ein paar Beats mit und wir könnten ein paar Raps drauf machen. Okay, nice. Was wir wollen, ist die Befreiung unseres besetzten Landes Palästina. Wir wollen niemanden angreifen oder verletzen oder Schaden zufügen, sondern nur in unserer Heimat in Würde leben. Gibt es ein Recht auf Heimat? Die Vereinten Nationen sagen ja. Und seit 1948 haben sie in unzähligen Resolutionen die Israelis aufgefordert, die Palästinenser zurückkehren zu lassen. Warum ignoriert Israel das bis heute? Diese Mauer, sie hat auch eine Mauer in den Köpfen der Menschen geschaffen. So empfinden das die Leute. So sehe ich das. Sie trennt die Menschen voneinander. Sie verringert die Motivation, etwas zu tun. In meinem ersten Hip-Hop habe ich während des Ausnahmezustands geschrieben, über den Ausnahmezustand. Das hat mich wirklich weitergebracht. Ich hatte das Gefühl, mit meiner Musik kann ich Widerstand leisten. Die Siedlungen liegen immer auf Hügeln. Die Siedler bewegen sich nicht allein, sie werden stets von israelischen Soldaten begleitet. Wir dürfen nicht nur über unsere Lage weinen und jammern. Wir müssen was Sinnvolles machen. Besonders was die Medien angeht. Wir müssen unseren Weg finden. Musik, Kunst, Malerei und Tanz. Das ist alles, was wir zurzeit tun können. Und ich sehe ein Kind mit einer Knarre im Arm. Und ich erinnere mich, wer mir mal war. Dass zu viele starben, dass wir damals zusammengelebt haben. Egal was alle sagen, gebt den Kampf niemals auf. Das ist mein Land, mein Feld, mein Haus. Doch hier wird weiter Siedlungen drauf. Doch alles, was ich brauche, ist ein Kuli und ein Block. Ein Leben im Orient zwischen Hip-Hop und Kalaschnikow.